Diesmal sollte es klappen. Die Raupe für die Fans nach einem Wahnsinns-Sachsen-Derby. Auch im 6. Spiel in Folge verlassen die Dresdner Eislöwen als Sieger das Eis. Hauchdünn wurden die Eispiraten aus Krimitschau bezwungen, weil Feodor Bojaschinow 26 Sekunden vor Ultimo trifft. Ihr habt die ganze Zeit versucht, ich wollte unbedingt der Mannschaft helfen heute. Der beste Feo. Ich wollte der Mannschaft unbedingt helfen heute und ich habe gemerkt, da geht was. Du fühlst es einfach, dass wenn du jetzt weitermachst, immer weitermachst, dann machst du das einfach. Und dann hat der Trainer noch, Herr Popic, vor dem Wechsel gesagt, Feo oder die Reihe, ihr macht es jetzt. 6 Siege in Folge, das gab es bei den Eislöwen zuletzt im Oktober 2010. Doch der Erfolg gegen das Schlusslicht aus Krimitschau war ein hartes Stück Arbeit. Im ersten Drittel Power-Eishockey der Dresdner, immer wieder Chancen, doch immer wieder Sebastian Albrecht. Der beste Krimitschauer steht an diesem Abend im Tor. Im zweiten Drittel ein ähnliches Bild. Dresden dominiert, Dresden mit deutlich mehr Scheibenbesitz. Doch die wirklich dicken Tormöglichkeiten bleiben aus. 4200 Zuschauer sehen ein mäßiges Derby, dessen Höhepunkt aber noch aussteht. Der Schlussabschnitt beginnt mit einem Eispiraten-Powerplay. Und hier macht ausgerechnet der Dresdner Goldhelm einen Fehler. Pöllenen spielt die Scheibe nicht raus. Max Campbell nimmt dankend an. 0:1 für Krimitschau. Doch noch sind 15 Minuten zu spielen. Die Eislöwen erhöhen noch einmal die Schlagzahl. Von Rückschlägen lässt sich das Popisch-Team nicht unterkriegen, auch weil das Team funktioniert und alle Reihen harmonieren. Wir haben 3 ausgeglichene Reihen, da kann jeder das Tor schießen, aber jeder gibt Vollgas. Erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe, nächste natürlich auch und na klar, da ist jeder bereit. Gesagt, getan. Die 51. Minute, der nimmermüde André Mücke tankt sich durch, spielt den klugen Pass und Florian Lüsch netzt ein. 1:1, ausgerechnet die dritte Reihe, bringt die Eislöwen zurück ins Spiel. Für Lüsch ist es das 4. Saisontor, wohl aber das bisher wichtigste. Von Fliege, also einmal frei, super Aufbau. Fliege ist super reingelaufen, ich hatte nur das leere Tor. Was jetzt folgt, ist der Showdown zu Dresden. Die Schlussminute und der Gast im Vorwärtsgang, Harrison Reed, mit der Möglichkeit, doch schon wechselt die Richtung. Jetzt stürmen die Dresdner und das mit Erfolg. Feodor Bojaschinow, 26 Sekunden vor Ende, verwandelt er die Arena in ein Tollhaus. 2:1, Derby-Sieg in letzter Minute. Wir haben uns einfach Zeit gelassen. Wir hatten Geduld, haben die Chancen genutzt und auch wenn es bis zum Schluss gedauert hat, wir hatten das letzte Quäntchen Glück. 2:1 verdient gewonnen. Dem Derby-Sieg sei Dank, in der Tabelle klettern die Eislöwen auf den 3. Platz. Sicherlich nur eine Momentaufnahme, wenngleich eine schöne. Wir wachsen immer mehr zum Team zusammen. Jeder hilft den anderen. Ich mache jetzt zur Zeit ein paar Fehler und dann kriege ich keine Ansagen, sondern werde gepusht vom Team. Genauso beim anderen. Also wenn jemand einen Fehler macht, der kriegt keine Ansage, sondern wird noch mehr gepusht. Du schaffst es, du machst weiter und ich glaube, das ist der kleine Unterschied, dass wir ein Team sind und halt alle gemeinsam kämpfen. Unglaublich, die Siegesserie der Eislöwen hält weiter an und so ganz nebenbei wächst das Polster zur Playoff-Teilnahme. 14 Punkte beträgt jetzt schon der Vorsprung auf Tabellenplatz 9.